Jojojo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Enel und seine Kräfte, die er entfacht haben könnte. Diese Theorie ist von meinem Bro Sakajin, aber es wird nicht dabei bleiben, dass ich alles, was er gesagt hat, wiederhole, sondern ich werde einige Sachen von mir selbst hinzufügen. Okay, kommen wir zur Theorie. Enels Kraft, wie hat er es geschafft, dieses Mantora zu entwickeln? Ich denke, beziehungsweise die Theorie besagt von ihm, dass dieses Mantora durch seine Teufelsfrucht möglich ist, dass er dass im Gehirn die elektrischen Impulse, diese minimalen Impulse, dass er dadurch Gedanken lesen kann. So, aber wenn man das noch weiter ausbreitet, könnte man sogar meinen, dass Enel vielleicht sogar Gedanken kontrollieren kann durch diese kleinen Impulse, Körper kontrollieren kann oder irgendwie selbst Impulse in den anderen Körper einfügen kann, dass er den ja sozusagen fast schon übernehmen kann. Das wäre eine äußerst große Macht, das wäre wirklich eine der krassesten Früchte überhaupt, aber ich meine, Enels Frucht ist auch so nicht schwach, er hat ja auch diese zweite Frucht gehabt. Durch diese Blitze könnte er vielleicht sogar einem Kameraden irgendwie elektrische Impulse geben und dadurch könnten seine, zum Beispiel, er ist ja gerade auf dem Mond, es gibt ja diese Mondcover-Story, und was wäre, wenn er diesen Leuten auch so elektrische Impulse unterjubeln kann, dass sie sich schneller bewegen können, dass sie schneller denken können, schneller handeln können und ja sozusagen übelst schnell werden. Er hat ja jetzt diese paar Verbündeten. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Krassen, woran ich gedacht habe. Ihr solltet ja in dem Film One Piece Strong World die letzte Attacke von Ruffy auf Shiki gesehen haben. Er hat die Gigant Thor-Axt benutzt. Er hat seinen Fuß also mit Gear 3 vollgepumpt, seinen Knochen, und dazu kam noch ein riesen Blitz und mit diesem Blitz ist er auf Shiki eingeschlagen. So, aber wir wissen auch, dass Enel keine Wirkung auf Gumi hat, beziehungsweise Ruffy hat, aber dennoch, es hat, diese Blitze machen Ruffy nichts aus, aber dennoch sind sie ja vorhanden. Das heißt, auf einen Gegner wird es Schaden haben. Was ist, wenn jetzt Enel zurückkommt und Ruffy unterstützt, weil er hat ihn ja besiegt, und man denkt ja automatisch, okay, er wird ihm gutgesinnt sein. Ich meine, er wird nicht wiederkommen und denken, ja, Ruffy, ich werde deine Pläne durchkreuzen, sondern er wird sich ja irgendwie geändert haben. Das denke ich auf jeden Fall. Und stellt euch mal vor, sie bilden ein Duo und Ruffy kann dann durch diese Fähigkeiten, die ihm Enel gibt, durch diese elektrischen Impulse, ich meine, es macht Ruffy nichts aus, genauso wie Gear 2, dass wenn er Gear 2 hat, plus noch Enels Kräfte, diese elektrischen Impulse, die ihn schneller machen, die ihn schneller denken lassen und schneller handeln lassen, das heißt, schnelles Blut, dadurch, dass er Gummi ist, macht es seinem Körper nichts aus, und dann noch dadurch, dass er wieder Gummi ist, diese elektrischen Impulse, die ihn auch schneller machen. Das heißt, er hat so eine, ja, andere Form von Gear 2 oder Gear 3 oder Gear 4 sogar. Denn Leute, stellt euch mal noch was Schnelleres vor als Gear 2 oder Gear 4. Es wäre einfach mega krass, weil er sich dann übel schnell bewegen kann, und stellt euch mal dann eine andere Form von Gear 4 vor mit dieser Geschwindigkeit, weil die Gigant-Thor-Axt, die war jetzt nicht so schnell, die war einfach nur mächtig, aber ist ja auch Gear 3, soll ja auch so sein. Jetzt stellt euch das mit Haki überzogen vor und halt Gear 4, diese Form, die ist einfach so mächtig, er könnte, auf was für eine Geschwindigkeit könnte er sich bitte bewegen, wenn er Gear 2 macht und Enels Hilfe hat und schnell denken kann, sich noch schneller bewegen kann, das wäre einfach mega krass und auch wirklich OP. Deswegen denke ich, dass das passieren könnte, wenn Enel irgendwie zurückkommt, wenn Enel ihn dabei unterstützt, irgendwie Big Mom oder Kaido oder so fertig zu machen. Ich meine, vielleicht hegt Enel einen Groll gegen die oder so. Ich kann mir irgend sowas in der Art vorstellen, und dass das sozusagen auch ein Finishing Move sein wird. Weil wir haben öfter gesehen, dass auch von Filmen Sachen, die kamen vorher in einem Film und später dann auch in der richtigen Story. Also Strong World und die ganzen Filme zählen an sich auch mit zur Story mit dazu. Das ist das Ding, Leute, weil Oda sehr eng mit denen mitarbeitet. Naja, das wär's dann zu der Theorie. Schreibt unten eure Meinung rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, und folgt mir auf Twitter. Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Stay in the middle.